Servus ihr Lieben, endlich mal wieder Sonneln, jetzt wo das Wetter mitspielt. Ich wollte gestern schon und in der letzten Woche, da hat es aber immer geregnet. Genau, ich bin nicht alleine, ich habe dabei den Christian, Servus. Den habt ihr schon öfters gesehen. Und wer neu ist, das ist der Rudi, Servus. Der fängt gerade jetzt mit diesem Hobby an. Und haben wir gesagt, geh doch einfach mal mit und schau mal, wie das ist. Da sind wir auf einer Genehmigung von mir. Und ich bin wie immer mit dem Orks unterwegs, der mal freundlicherweise von DTI zur Verfügung gestellt wurde und dem NX5 Spaten von den Diggers. Genau, noch eine Info in eigener Sache, und zwar der Markus Brüche hat das Deutsche Schatzsuchertreffen, welches am 6. und 7. September dann stattfindet, dieses Jahr in Köln. Ich bin dort und ich würde mich freuen, wenn ich einige von euch dort auch ebenfalls antreffen würde. Genau, jetzt haben wir genug geredet und dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Schauen wir mal, ob Funde kommen. Also wünscht uns viel Glück und wir hören uns beim ersten Fund. Bis gleich. So, wir sind jetzt auf der Ackerfläche und haben die Ackerfläche fair zu dritt aufgeteilt. Ich bin im Coin-Fast-Modus unterwegs mit dem Orks und laufe mit 31,3 Kilohertz. Und da würde ich mal sagen, wünscht mir gut Fund und dann sehen wir uns hoffentlich oder hören wir uns beim ersten Fund. Also, los geht's. So, und der erste Fund mit dem Orks, 63er Signal im Coin-Fast-Modus, ein Uhrenschlüssel. Ich mache mal schärfer. Leider nicht mehr ganz intakt, aber immerhin ein Uhrenschlüssel. Super, weiter geht's. Und die erste Musketenkugel für heute. Lag nicht tief, 75er Leitwert, ich habe es schon fast gedacht, entweder Blei. Und wenn Blei, dann eventuell eine Musketenkugel. Und ja, hier ist sie. Sehr schön. Freue mich über meine Musketenkugel. Super. Weiter geht's. So, und ich glaube, die erste Münze hat sich eingestellt. Ich habe nur das hier rüber bewegt. Und da sehe ich schon was Rundes. Ja, das sieht gut. Das sieht sogar aus wie Silber. Nee, ist kein Silber. Ist ein Kupfer. Heller, denke ich mal, ein kleiner. Alte Münze. Und eine Münze, wuhu, endlich die erste Münze. Wow, hat sie gleich weggeflogen. Cool. Ja, super, so gefällt mir das. Für die erste Suche nach dem Ansehen und dass die Felder abgeerntet werden, die erste Münze. Sehr gut, so kann es weitergehen. Wuhu. So, und die nächste Münze. Mein Freund, nee, es ist ein Augsburger Heller. Ich wollte gerade sagen Regensburg, aber die Form her, ich meine noch hier hinten den Pinienzapfen zu sehen. Juhu, wieder eine alte Münze und die zweite, kurz nach der ersten Münze. Ja, so gefällt mir das. Cool. Weiter geht's. So, ich habe jetzt schon einige Knöpfe gefunden und hier ist der vierte. Der hat nur ein krasses Signal gehabt. 91, warum auch immer, mit Öse noch, hat er sich zumindest mal ein von den Knöpfen beim Suchen hier mal zeige. Jo, ich freue mich über meine Knöpfchen immer wieder. Wie gesagt, schon der vierte im Bunde. Und weiter geht's. Und die nächste Münze, und ich glaube, sie ist sogar Silber, aus dem kleinen Loch. Diese Mini-Münze, bis ich die jetzt mal gefunden habe mit dem Pinpointer, das war wirklich sensationell. Und ich glaube, so eine kleine Münze habe ich auch noch nicht gefunden. Schaut euch mal dieses Mini-Teil hier an. Ja, Wahnsinn. Also ich würde mal sagen, Silber sieht gut aus. Ich kann überhaupt nichts darauf erkennen. Hinten ist irgendwas drauf, also irgendeine Symbolik oder Schrift. Sehr geil. Und Silber auch noch. Woohoo! Ich würde mal sagen, ein Durchmesser von 5 mm. Ja, Wahnsinn. Ein mega kleines Ding. Aber Silber. Yes! Haha, so kann es weitergehen. So, hier ist ein bisschen Schatten. Mal kurz durchschnaufen, weil das ist unerträglich schwül. Also mir läuft die Soße runter. Schauen, ob man das irgendwie sieht. Ja, heftig. So, Kollege ist ganz da vorne. Der Neue, der Rudi. Genau. Und der Christian ist jetzt gerade schnell was zum Trinken holen gegangen. Wie gesagt, kurze Pause. Boah, hier ist echt ein angenehmer Wind im Schatten. Herrlich. Genau, der Orks. Nach wie vor meine absolute Top-Empfehlung. Braucht es kein Deos, der Orks ist wirklich sensationell, da reicht der Orks vollkommen aus. Das ist wirklich ein Münzsauger und diese drei Münzen jetzt gerade eben, vor allem die mini-kleine, das war ein lautes Signal, wie als wenn die Münze so groß wäre wie ein 5-Mark-Stück.
Aber mega. Puh. So, jetzt mal schnell eine puffen und dann geht's wieder weiter. Ich glaube, die nächste Münze. Beim Rausholen von den Dingern ist das hier mit Tyrin ausgeflogen. Ich hoffe, dass es eine Münze ist. Ja, es ist eine Münze. Und es ist eine große Münze. Sauber machen. Was haben wir denn hier gefunden? Ist auf alle Fälle nicht sehr dick. Mal schauen, ob ich in der Sonne irgendwas sehen kann. Und ich zeige es euch mal hier. Nürnberg kann ich da oben lesen. Aber ne, kann ich euch gerade eben nicht sagen. Sollen wir die mal ein bisschen trocknen hier in der Sonne? Auf alle Fälle Nürnberg. Cool! Die nächste Münze. Ein schönes Teil. So einen habe ich auch noch nicht gefunden. Cool. Weiter geht's. So, ich glaube die nächste Münze. Da liegt sie schon. Boah, ist das warm. Wahnsinn. Jo, ein Pfennig. Deutsches Kaiserreich. Sehr schön, ja. Ein Pfennig Deutsches Kaiserreich. Super. Ich freue mich immer, wenn ich die finde. Sind meistens in einem Top-Erhaltungszustand. So wie diese auch hier. Sehr schön. Und eine Münze. Bei mir tropft die Soße runter. Wahnsinn. Gut. Weiter geht's. Und die nächste Münze. Die lag nicht tief. Ich habe nur mit dem Fuß den Dreck hier rüber bewegt. Da liegt sie schon und sieht nach Silber aus. Boah, ist das warm. Jo. So, einmal Schaustellen bitte. Sehr schön. Ich denke mal, ein Silberkreuzer. Auch sehr klein. Sehr schön. Silber, immer gut. Ich glaube jetzt schon die dritte, oder? Herrlich. Liebe meine Silbermünzchen. Weiter geht's. So, jetzt hat man gerade Besuch auf dem Feld von jemandem Interessierten auch. So ein bisschen geratscht mit dem. So, und jetzt hier auch die nächste Münze. Und zwar tippe ich diesmal auf einen Regensburger Heller, da der mehr Kanten, nee, doch nicht. Auch wieder Augsburger. Cool. Der zweite jetzt schon. Der Christian hat einen Regensburger gefunden. Sehr schön. Gleich zwei an einem Tag. Yes. Und die nächste Münze aus dem Feld hier. Und zwar habe ich es schon ein bisschen sauber gemacht, weil die sehr barzig war. Und zwar haben wir hier zwei Pfennig aus dem Deutschen Kaiserreich. Sehr schön. Die habe ich auch noch nicht so oft gefunden, die Zweier. Meistens die Einpfennig. Super. Weiter geht's. So, und die nächste silberne aus diesem Loch hier. Sehr schön. Ich tippe mal auf den Silberkreuzer. Sehr toll. Und schon wieder Silber. Wuhu. Weiter geht's. Mal zur Fundzusammenfassung. Und zwar dieses Teil hier. Ich habe es dann erkennen können. Ich habe es mir dann nochmal angeschaut. Und das ist ein Jeton. Ein Spieljeton aus Nürnberg. Man kann es hier hinten lesen. Jeton. Und das ist von irgendeiner Spielhalle oder Casino, was es mal in Nürnberg gab. Sehr interessant. Dann, wie gesagt, wir haben hier zwei Kaiserreichmünzen. Dann 1, 2, 3, das ist die kleinste Münze, die ich bis jetzt gefunden habe. Da ist hier auch eine 1 erkennbar. Silber, dann hier Augsburger und das wird doch ein Regensburger sein. Eine Musketenkugel, dann den Uhrenschlüssel, ein Teil von einem Fingerhut. Und zwei Knöpfen. Der andere war schon so kaputt, den habe ich schon entsorgt. Jo, würde ich sagen, für den ersten Gang nach der Pause ein tolles Ergebnis. Und da freue ich mich drüber. Jetzt gehen wir noch in den Biergarten, da hören und sehen wir uns dann nochmal. Also bis gleich. So ihr Lieben, hocke ich in einem meiner Lieblingsbiergärten und wir sind noch zu dritt. Jetzt haben wir erstmal Hände gewaschen und was zum Trinken. Also ich habe jetzt gleich doppelt Kaliber, einmal Wasser, einmal Rust. Und ihr habt ja die Fundzusammenfassung schon gesehen. Also wie gesagt, die Ackerflächen jetzt gerade beim Herfahren. Auch gesehen, dass einige andere schon frei sind und das wird es dann gemütlich weitergehen. Und da kommen jetzt endlich wieder Sonnenvideos und ich freue mich auch schon drauf. Und war ja nicht schlecht. 3, 4 Silberne, passt.
Der Rest hat auch gepasst. Fürsan ist auch zufrieden. Rudi macht gerade die harte Schule des ersten Sonnentags durch und wird auch noch was werden. Ich danke euch fürs Zusehen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Also macht es gut. Ein riesen Prost auf euch. Lasst es euch gut gehen. Servus. Ja, ich habe einen Mike.